Wir fahren vor dem sportlichen Programm, meine Damen und Herren. Kampf Nummer 8 des heutigen Tages. Laufender Kampf Nummer 45 der Gesamtveranstaltung. Finale im Junioren-Federgewicht ist 54 Kilogramm. Das heißt wieder mal Kampfdistanz 3 Runden à 2 Minuten. Im Finale stehen sie gegenüber. In der roten Ecke Abdul Ahad Amani von SV 1880 München. Und in die blaue Ecke rufe ich vom VfL Waldkreiburg Daniel Merz. Der Kampf findet statt unter Leitung von Referee Alexander Babisch. Als Publikum präsentiert Simone Kaufmann, Werner Köstler, Karin Hagel, Karl-Heinz Wolfstetter sowie Fritz Reuter. Ringfrei, Runde 1. Der Kämpfer in der roten Ecke, meine Damen und Herren, Abdul Ahad Amani vom SV 1880 München. Er ist 15 Jahre alt und von seinen bisherigen 10 Kämpfen konnte er 8 gewinnen. Er war südbayerischer Meister und bayerischer Meister in der Altersklasse Kadetten, in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm im Vorjahr 2015 und ist der amtierende südbayerische Vizemeister 2016. Ringfrei, Runde 2. Thank you.
Boxer in der blauen Ecke, meine Damen und Herren, Daniel Merz vom VfL Waldkraiburg. Er ist 16 Jahre alt. Er hat bisher 26 Kämpfe bestritten und dabei konnte er 20 Mal den Ring als Sieger verlassen. Er war der bayerische Meister bei den Kadetten im Jahr 2014, südbayerischer Meister 2015, Zweitplatzierter der bayerischen Meisterschaften 2015, Drittplatzierter der deutschen Meisterschaften 2015 und der amtierende südbayerische Meister 2016. Ring frei, Runde 3. Sehr geehrten Damen und Herren, die Entscheidung des Kampfgerichtes. Sieger nach Punkten, damit bayerischer Meister 2016 im Junioren-Federgewicht. Die blaue Ecke, Daniel Merz vom VfL Waldkraiburg. Referee Alexander Gabisch nimmt die Auszeichnung der beiden Finalisten vor.